Hallo und herzlich willkommen zu der Ausgabe von Let's Play World of Tanks mit dem Replay of the Week und den AMX M449. Und Heide Witzka wird er heute mal Credits einfahren. Ja, damit hoffe ich, habe ich euch schon ein bisschen angeteased. Der Damage ist geil, die Experience werden geil. Destroyed jetzt nicht so, aber egal, shit egal. Am Ende des Tages zählt nur die Runde und die wird nice. Jetzt schauen wir mal, was der Saint is back hier so reißen kann. Und was schon mal direkt auffällt, er fährt jetzt nicht auf die Heavy-Linie 789, sondern er ist unterwegs auf die 1-2er. Das ist schon mal direkt ungewöhnlich. Aber durchaus interessant auf jeden Fall. Gerade hier so eine Stelle, da muss er echt aufpassen, weil da wird man gern aufgedeckt. Und ich denke mal, der Patton, der wird ihn jetzt auch gleich aufmachen. Genau so ist es. Und dann kommt auf einmal plötzlich nämlich der Hit gerne von der anderen Seite, weil schon irgendjemand snipend dasteht. Also das ist so eine kritische Situation, in der er sich gerade befindet. Aber alles gut gegangen. Und da oben, da findet er den T-43, gibt ihm sofort mal eine mit. Der T-43 denkt sich, jetzt auch mal da. Der schießt sich zurück, aber den französischen Heavy, den muss man erstmal durchschlagen. Der ist nicht so easy. Der WZ, an den hat er es probiert, aber naja, den hat er jetzt nicht ganz gepackt. Der T-43 bleibt weiterhin auf seinem Zettel. T-34, der TD, der dahinter kommt, will sich jetzt an die Stelle vom T-43 da sozusagen gefühlt schmuggeln, weil er sich denkt, oh, der ist da so schön geplatzt. Schau dir auch mal, was da geht. Da kommt noch mal eine und jetzt ist es so gut wie erledigt. Jetzt kriegt er aber seitig auch noch ein paar Hits vom Super Pershing und vom WZ. Wobei der WZ da mit HE zwar nicht viel Schaden gemacht hat, aber der Richtschütze, der liegt immer noch bewusstlos im Panzer. Ich muss erstmal ohne den klarkommen. Aber gut, geht auch scheinbar ohne. Warum auch? Warum braucht er den? Einfach ohne, läuft. Lässt er den WZ da erstmal nicht mehr wegkommen. Bekommt auch ein bisschen Aufdecken und Spotting für den 1375. Aktuell stört sie nicht wirklich, dass ein Richtschütze nicht mehr am Start ist. Den Kameraden hat er schon vorher mal getroffen, den M46. Aber diesmal jetzt mit einer Granate und nicht nur visuell. Den würde er gerne nochmal eine geben. Mal schauen, wann er seinen Richtschützen sich wiederholt, weil, naja, könnte er schon lange. Und da ist er auch wieder am Start, aus seiner Bewusstlosigkeit sozusagen wieder reanimiert worden. Oh, so ein T10, der nervt furchtbar, so ein Ping-Monster. Lass mich raten, der ist tot. Natürlich ist er tot. Warum auch nicht? Er ist mit seinem Kameraden tot und jetzt hört er nicht das Pingen auf. Heide Witzka, ein nervig.
Jetzt ist es durchaus gar nicht so doof, dass sein Team hier zum Cap antritt. Ich kann ihn leider nicht ignorieren. Bei mir wäre der schon lang auf der Ignorliste. Aber der AMX bleibt hier cool und spielt seinen Stiefel einfach weiter. Weil der Gegner, der hat gar keine so tolle Position. Der muss jetzt nämlich zum GT-Cap fahren und die Stadt kann hier von der Mitte und ihm gut beschossen werden. Ah, jetzt wollte er den Uni rausnehmen, aber der wurde da schon vorher rausgenommen. Er bleibt jetzt weiter drauf, hier 6 und so weiter und so fort. Will da nämlich auch noch versorgt werden. Zack, einen rein. Ihr 6 bounced jetzt. Steht 8-9. Immer noch ganz knappes Höschen hier. So, ihr 6 wurde rausgenommen. Jetzt kann er sich wieder auf die Mitte konzentrieren. Besonders sowas wie der Type 4 schwer, der plötzlich neben ihm aufbloppt. Er kratzt knapp an der 4K-Damage-Marke. Aber jetzt erstmal noch das Objekt 705, ein absolutes Monster. Ich hasse es als Gegner mittlerweile. Ich baue uns irgendwie penetranterweise jeden Schuss an dem. Aber Gott sei Dank, der ist schon raus. So, jetzt hier den Type 59 da in der Mitte. Der wartet darauf auf seine Schlachtung und zack, rausgenommen. Zweiter Kill, 4300 Damage. Jetzt hier T29, geht aufs Laufrad. Hat ihn direkt hingestellt. Das heißt, den nächsten ihn auch noch rausnehmen. Au, aber da schau mal, der Ferdinand, der schaut da schon ganz böse auf ihn. Deswegen kann er den T29 erstmal nicht rausnehmen. Geht also da auf den Ferdinand. Den nimmt er jetzt in Dauerbeschuss. Und jetzt ist eine ganz interessante Sache. Denn er ist jetzt sozusagen eigentlich das Hauptziel des Gegners. Weil er am nächsten greifbar ist. Und trotzdem spielt er das richtig gut runter. Zack, Ferdinand raus. Dritter Kill. Knapp 5800 Damage schon. Der IS-2, der wartet da hinten auch auf seinen Kill. Und zack, passiert. Vierter Kill. 5800 Schaden. 3300 geblockt. Und 2000 unterstützt. Also bisher ein phänomenales Game. Macht es jetzt hier gerade eher alleine, als dass er sein Team als Unterstützung bekommt. Type 4 schwer jetzt hier mit HE, natürlich klassisch unterwegs. Und da nimmt er jetzt natürlich Premium-Munition, weil A, Low-Tier gegen den 9er und dann ist der Type 4 einfach der Type 4. Aber jetzt hat er den nochmal richtig gut hingestellt mit gerade mal 5 HP. Der braucht nichts mehr. Ja, und natürlich, wie immer, bounced dann der Letzte. So, und jetzt ist er auf dem Weg des Kills. Aber auch der prallt nochmal ab. Jetzt denkt er sich, jetzt ramme ich dich oder irgendwas, aber da wurde er schon gemacht. Aber hey, 6845 Damage gemacht, 3600 geblockt und 2000 unterstützt. Eine super schöne Runde mit 2132 Basiserfahrung und er hat hier sein Team wirklich zum Sieg getragen, denn was er hier in der Mitte gespielt hat, war wirklich toll gemacht und von dem her verdient ein Replay of the Week für mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Euer Aikaramba!